Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Grunde genommen hat er das ganze Dilemma in Bayern mit Stoiber angefangen. Sag einmal, Edmund, wo wir mal so schön unter uns sind. Wie hast du denn das geschafft, dass ausgerechnet du bayerischer Ministerpräsident geworden bist? Und dann auch noch 14 Jahre geblieben. Mich wundert es ja sowieso, dass du heute hier bist. Ich hätte dich eher beim Mineralwasseranstieg in Bad Fachingen vermutet. Aber Edmund, damals dieser Unsinn da mit Laptop und Lederhose, das war doch dein Credo. Zu meiner Zeit hat man noch keine Computer in Lederhosen gesteckt, sondern gestandene Mannsbilder. Wir haben noch gesagt, die Sozialisten können nicht mit dem Geld umgehen. Seit der Hypo-Albe Adria wissen wir, der Stoiber kann es erst recht nicht, meine Damen und Herren. Und da stellt sich da schon einmal die Frage, was können denn meine sogenannten Nachfolger überhaupt noch? Ich habe damals noch die halbe Regierung in Lebensgefahr gebracht, indem ich sie eigenhändig im Schneesturm nach Moskau geflogen habe. Und heute, sitzt da das bayerische Kabinett, oder was man als solches bezeichnet, wie ein vertrockneter Haufen buttermilchgesäugter Politpygmäen, die sich schon für volksnah halten, wenn sie am Nockerberg einmal am Starkbier nippen. Was allerdings ihre Selbstüberschätzung, meine Herrschaften hier im Saal, vollständig komplettiert. Das ist die Tatsache, dass sich Personenschützer im Saal befinden und die Polizei. Bei allem Respekt für Ihr Sicherheitsbedürfnis, aber wer um Gottes Willen soll denn Ihnen noch was tun wollen? Sie müssen doch froh sein, wenn man sie überhaupt noch erkennt.